Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es bei uns einmal nicht um eine Krankheit oder eine Therapie, sondern es geht um die Narkose. Bei manchen Behandlungen ist es ja notwendig, eine Betäubung einzuleiten für den Patienten, und vor allem die Vollnarkose macht vielen Menschen Angst. Und in dieses Kapitel wollen wir heute ein bisschen Licht bringen. Bei mir ist Dr. Petra Wegermann. Sie ist Chefärztin der Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Asklepios Klinik Weißenfels. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Wegermann. Und jetzt sagen Sie uns doch, muss man denn vor der Narkose Angst haben eigentlich? Ich kann die Frage mit einem klaren Nein beantworten, aber dann wären wir ja jetzt schon ziemlich schnell am Ende des Themas, und ich denke, wir sollten da schon so ein bisschen noch weiter ausholen und das erklären, warum ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass man keine Angst vor der Narkose haben muss. Dann sagen Sie mir erstmal, warum bekommen denn so viele Menschen Angst vor der Vollnarkose? Ich glaube, für die meisten ist es die Tatsache, dass sie nicht wissen, was passiert. Sie schlafen, sie haben eine Narkose und wissen, dass ihnen eine große Operation bevorsteht. Und diese Ungewissheit, was passiert während der Narkose mit mir und werde ich auch wieder wach, das ist das, was die meisten beschäftigt, vor allen Dingen, wenn sie bei uns im Aufklärungsgespräch sitzen oder aber wenn wir in der Narkoseeinleitung dann mit dem Patienten nochmal reden und so ein bisschen versuchen, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen für den Patienten, damit er nicht so aufgeregt ist. Das sehen wir ja an den Monitoren, wo wir die Patienten dran anschließen. Und dieser Einstieg dann in das Gespräch mit dem Patienten, wenn ich dann sage zu denen zum Beispiel, schickst du jetzt ins Reich der Träume, das ist ja so ein Eingangsspruch, ja, um einfach den Patienten auch zu zeigen, ist alles gar nicht so schlimm. Aber ganz, ganz viele sagen, dann machen sie mich auch wieder wach. Ja. Und das ist das, was einfach zeigt, dass diese Ungewissheit, wenn die Patienten schlafen, was dann mit denen passiert, dass sie das ganz schön beschäftigt. Ja, offenbar ja noch mehr als die OP selbst, oder? Ja, das ist auch was mich immer wieder fasziniert, muss ich sagen, an der Reaktion von den Patienten. Die haben die größten Operationen vor sich. Die haben das Gespräch mit dem Operateur geführt. Die wissen, was auf die zukommt. Das kann hin bis zu einer ganz großen Bauch-OP sein oder einer OP an der Lunge oder am Herzen. Und dann sind die bei uns in der Narkoseeinleitung und es kommt immer der Spruch, machen Sie mich auch wieder wach, werde ich auch wieder wach. Ja, haben Sie auch Patienten, die dann doch im letzten Moment sagen, ach nee, ich breche alles ab wegen dieser Vollnarkose? Es gibt schon Situationen, wo auch die Patienten sagen, also wenn ich jetzt könnte, würde ich wieder weglaufen. Ja, ja. Aber es ist natürlich zu spät, ja, wir haben sie schon auf unserem Tisch liegen und in der Einleitung, und der letzte Schritt, da lassen wir die dann nicht mehr gehen. Ja, hat vielleicht auch zu tun so mit der Stimmung im OP, dass das schon eine gute Stimmung ist und eine zuversichtliche? Natürlich müssen wir versuchen, den Patienten die Angst zu nehmen und auch in der Einleitung, also vor der Narkoseeinleitung, eine Situation zu schaffen, wo die sich entspannen können, wo die merken, okay, die kümmern sich um mich, da ist alles in Ordnung. Die nehmen meine Sorgen ernst, dass ich nicht wieder wach werde. Und wir machen dann auch mal einen Scherz mit den Patienten. Und man merkt dann wirklich auch, wenn man so ein paar Minuten Zeit hat und sich mit dem Patienten beschäftigt, dass die Herzfrequenz runtergeht. Das ist ja das, woran die Patienten angeschlossen werden. Und dann ist sie ganz oben, und das geht in vielen Fällen ganz gut, dass man dann eine entspanntere Situation schaffen kann. Weil so wie die einschlafen, ja, so träumen die ja unter Umständen auch oder werden wieder wach, also in einer angespannten Situation. Und das ist was wir vermeiden wollen. Ja, lassen Sie uns noch einen Schritt nach vorne zurückgehen. Und zwar das Aufklärungsgespräch, das Vorgespräch, das Sie führen. Worüber sprechen Sie da mit dem Patienten? Ja, wir besprechen mit den Patienten gemeinsam das, was auf ihn zukommt. Die operative Aufklärung ist ja in der Regel schon, also ist ja schon erfolgt, wenn wir mit den Patienten sprechen. Und wir als Anästhesisten müssen uns ja während der Narkose und Operation
vor allen Dingen um den Patienten als Ganzen kümmern. Das heißt, wir müssen wissen, was seine Vorerkrankungen sind. Wir müssen wissen, wie belastbar er ist. Wir müssen wissen, was er für Allergien hat, ob es Medikamente gibt, die er nicht verträgt, was in vorherigen Narkosen schon mal gewesen ist. All das erfragen wir, beziehungsweise gehen das anhand eines Fragebogens durch, um einschätzen zu können, je nachdem, wie groß die Operation ist, auf was müssen wir den Patienten vorbereiten. Wie müssen wir ihn überwachen? Braucht der Patient hinterher ein Intensivstationsbett? Das müssen wir ihm ja alles erklären im Vorfeld, dass er sich nicht erschrickt, wenn er auf der Intensivstation wach wird, sondern darauf eingestellt ist. Und in diesem Gespräch versuchen wir natürlich auf diese Art und Weise, indem wir dem Patienten eben zeigen, wir wollen auch alles von ihm wissen, was er so mitbringt an Erkrankungen zum Beispiel, wollen wir ihm ja auch das Gefühl der Sicherheit schon vermitteln, um eben ein Stück weit auch die Angst vor der Gesamtsituation, vor der Narkose zu nehmen. Ja. Und in diesem Gespräch hat der Patient natürlich ganz viel die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und wir versuchen es dann, so gut es geht und so einfach wie möglich, eben dem Patienten auch zu erklären. Ja, hat er da noch eine Möglichkeit zu handeln, sage ich mal in Gänsefüßchen, dass er vielleicht doch keine Vollnarkose, sondern stattdessen Teilnarkose und Sedierung oder so etwas bekommt? Natürlich. Wir werden mit dem Patienten immer das besprechen, was an Narkoseform für ihn in der Situation am besten ist. Und wir bei uns in der Klinik, aber auch in vielen anderen Kliniken ist es so, dass wir diese sogenannten Teilnarkosen, wenn es eben geht, für den Patienten schon bevorzugen, weil es natürlich auch ein Stück weit diese Angst vor dem Bewusstseinsverlust nimmt. Wir sagen dann, wenn Sie wollen, wenn Sie das für Sie unangenehm wird, können Sie gerne ein bisschen schlafen, wir können Ihnen einen kleinen Rausch verpassen, aber das ist was anderes als eine Vollnarkose. Ja. Und ganz viele sagen dann in der Situation im OP, ach nö, das ist eigentlich, ich will eigentlich mal gucken und ich finde das alles ganz spannend hier. Mhm. Und die wollen dann gar nicht schlafen, sondern bleiben dann eben wach und können Musik hören, können sich ein Röntgenbild unter Umständen angucken. Manchmal ist das ja möglich, dass dann auch der Operateur dem Patienten erklärt, was er da gerade macht. Je nachdem, was für eine Art von Operation das zum Beispiel ist, an der Hand, am Unterarm oder am Fuß, dann kann der Patient ja auch den Röntgenbildschirm sehen. Mhm. Und somit besprechen wir mit dem Patienten, was es für ihn für Möglichkeiten gibt. Und wenn der Patient gewisse Erkrankungen hat und auch ein höheres Lebensalter hat, ist es sogar oft besser, eine Teilnarkose zu machen, wenn es eben geht, als eine Vollnarkose, weil gerade bei den älteren Menschen dieser Bewusstseinsverlust auch dazu führt, dass sie ein Stück weit danach eben die Beziehung zur Umgebung verlieren. Also dass sie durcheinanderer sind als andere. Ja, was ja manche auch sagen, Papa war so komisch drauf, als er wieder zurückkam. Genau. Und mit diesen Teilnarkosen können wir das ein ganzes Stück weit vermeiden. Ja. Nicht immer, aber sehr häufig. Ja. Und die Patienten sind da auch sehr froh drum, gerade die älteren Patienten. Viele wissen auch, dass es sein kann, dass sie danach nach einer Vollnarkose durcheinander sind und finden das dann auch gut, wenn sie eine Teilnarkose haben können. Aber es geht eben nicht bei jeder Operation. Vielleicht mal kurz als Einschub. Vollnarkose, Teilnarkose, Regionalnarkose gibt es auch noch? Oder so? Die Regionalnarkose ist die Teilnarkose. Ach so. Also wenn es gibt die Unterschiede zwischen welchen, die wir an den Armen machen können zum Beispiel. Das sind sogenannte periphere Regionalanästhesien, weil sie nicht am zentralen Nervensystem sind. Und es gibt sogenannte rückenmarksnahe Narkosen. Das ist ja das, was die Patienten im Aufklärungsgespräch dann auch immer so sagen, Rückenmarksnarkose. Aber das ist ja nicht das Rückenmark, wo wir reingehen, sondern wir bleiben da ganz weit von weg. Das erkläre ich dann auch immer. Aber das ist eben dieser Teil der Regionalanästhesien. Und das fassen wir für die Patienten, um es auch einfacher für sie zu machen, unter Teilnarkosen zusammen. Okay. Nur, dass die Begriffe mal, da geistert ja so viel rum. Ich habe noch eine Frage zum Vorgespräch. Kann man als Patient etwas falsch machen? Also kann man etwas versäumen, was man da hier bereut? Also manche kommen ja schon so vorbereitet ins Vorgespräch, dass sie da ja nicht vergessen, alles zu erwähnen. Und man weiß ja eigentlich nicht immer, was man wirklich nicht verträgt und ob man das nicht verträgt und so.
Also um, ich sage jetzt mal so normale allergische Reaktionen oder so, wenn der Patient das nicht so richtig weiß, so ganz schlimm ist das nicht. Problematischer für uns ist es, wenn wir, wenn er uns nicht alle Medikamente zum Beispiel sagt. Okay. Oder wenn er sich nicht an unsere Vorgaben hält, wenn wir sagen, okay, Sie kommen morgen früh zum Beispiel um 7 Uhr ins Krankenhaus, wenn Sie um 9 oder um 10 Ihre Operation bekommen sollen und er kommt erst am Tag der Operation ins Krankenhaus, das ist bei uns in der Regel so bei den geplanten Operationen, und er hält sich nicht an diese sogenannte Nüchternheitsgrenze. Ja. Wie war die noch? 6 Stunden. 6 Stunden nichts essen, 2 Stunden nichts trinken. 2 Stunden nichts trinken, genau. Nichts trinken oder nichts, nur klare Flüssigkeit? Klare Flüssigkeit ohne Kohlensäure. Also Apfelsaft geht, Milch Apfelsaft nicht. Geht, Milch geht nicht. Cola genau. Auch nicht, okay. Cola auch nicht, hat zu viel Zucker und zu viel Kohlensäure. Warum ist das so? Das frage ich mich so lange, wie ich das kenne. Warum? Also Essen und Trinken. Weil der das in Narkose versetzen bei den Patienten zu einem Bewusstseinsverlust führt und die Narkose in der Regel, also nicht in der Regel, sondern immer so tief ist, dass sie ihre Schutzreflexe verlieren. Schutzreflexe heißt, dass wenn der Magen zum Beispiel voll ist und nicht leer, so wie er sein sollte, und sie verlieren ihre Schutzreflexe im oberen Rachenbereich und es kommt Nahrung zurück, kann diese Nahrung dann in die Lunge laufen und das ist lebensgefährlich. Das nennen wir Aspiration unter der Narkoseeinleitung und das ist etwas, was wir nicht wollen für den Patienten. Mhm. Und daher gilt diese Nüchternheitsgrenze von 6 Stunden mit nicht essen. Mhm. Und früher war es auch 6 Stunden nicht trinken, aber mittlerweile wissen wir im Rahmen der Forschung und der Entwicklung, wir entwickeln uns ja immer weiter, dass 2 Stunden vor Narkoseeinleitung, also wenn man ab da keine Flüssigkeiten mittrinkt, dass der Magen dann leer ist zur Narkoseeinleitung. Dann gehen wir jetzt mal davon aus, ich als Patientin habe Ihnen alle meine Medikamente verraten und habe mich auch an die Regeln gehalten. Jetzt geht es also in die OP. Wie kriegen Sie das hin, dass ich schön schlafe, möglichst dann nicht ungeplant wieder aufwache und trotzdem am Ende es mir noch auch beim Aufwachen wieder gut geht? Also, das ist eine große Frage, aber ich kann mir vorstellen, das hat zu tun mit also passgenauen Medikamenten vielleicht. Aber ich glaube, heutzutage schiebt man auch immer während der OP immer noch so ein bisschen nach und versucht nicht, dass so ein Berg zu entsteht und so ein Tal. Können Sie uns darüber was erzählen? Wir haben verschiedene Medikamente zur Verfügung, um während der Narkose die Narkose sozusagen aufrechtzuerhalten. Mhm. Das kann man einmal mit Spritzenpumpen machen, wo dieses Schmerzmedikament und auch das Schlafmedikament in einer im eingestellten Dosierung, die geht nach Körpergewicht, die geht nach Größe, die geht nach Alter, der Patienten nach Vorerkrankungen, zum Beispiel Patienten, wo die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, die bauen immer die Medikamente anders ab oder wo die Leber nicht mehr in Ordnung ist. All das berücksichtigt man dabei und man kann die Narkosemedikamente in diesen Spritzenpumpen so einstellen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wir Narkosegase haben, die mittlerweile extrem modern sind. Also von denen einem nicht mehr übel wird zum Beispiel. Zum Beispiel von denen einem nicht mehr übel wird. Lachgas ist in fast allen Kliniken eigentlich kein Thema mehr, ja. Seitdem wir Schmerzmedikamente haben, die deutlich besser und verträglicher zu dosieren sind. Und diese Medikamente, das Wiederholen der Medikamente, das Mitkriegen, wann wird ein Patient wach, der regelmäßige Abstand, wann das wieder gegeben werden muss, das sind alles Lernwerte, die wir die ein Anästhesist lernt im Laufe seiner Ausbildung, wie er was zu dosieren hat. Und wir stellen das an den Geräten ein, wir können das ablesen. Das wird dosiert auch anhand zum Beispiel Narkosegase, anhand von Alter und Gewicht. Und wir sehen genau, wenn ein Patient zum Beispiel anfangen möchte, spontan zu atmen, also wieder selber zu atmen. Das machen wir ja während der Narkose für ihn, beziehungsweise das Gerät. Und das kriegt man sehr früh mit, sodass wir dann früh auch sehen, okay, jetzt müssen wir vielleicht dann nochmal ein bisschen erhöhen die Dosis, bevor der Patient sonst irgendwelche Reaktionen zeigt.
Aha, das heißt, sie gucken ja schon durch die Geräte quasi in den Körper eigentlich hinein. Ja. Genau. Das heißt, ist es dann, also man hört ja immer wieder diese Geschichten, jemand sei ungeplant im OP aufgewacht. Sind das denn inzwischen eigentlich Märchen? Märchen nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist deutlich weniger geworden, weil in der Phase, wo das vermehrt auftrat, diese sogenannte Awareness, das Aufwachen während der Narkose, das war noch vermehrt unter einer bestimmten Kombination von Narkosemedikamenten, die damals, sage ich jetzt mal, das ist so ungefähr 10, 15 Jahre her oder sogar noch länger, eben gerne gegeben wurden. Und weil es eine gute Kombination war auch für Verträglichkeit von hinterher, von Übelkeit und so. Aber das war eine, also da hat man, wenn man den Patienten nicht ganz genau im Blick gehabt hat, konnte das da schon häufiger oder mehr passieren als jetzt. Okay. Wir haben jetzt die Möglichkeit über kontinuierliche EEG-Überwachung zum Beispiel. Es gibt es auch während der Narkose, dass man das machen kann. Viele Kliniken, die gerade so im neurochirurgischen Bereich arbeiten, also am Gehirn operieren oder auch bei großen Eingriffen am Herzen, da wird das eigentlich regelhaft eingesetzt. Und sodass wir dort genau mit dem Wissen, dass diese Awareness auftreten kann, also aufgetreten ist früher, dass wir genau darauf aufpassen, dass es eben nicht passiert und die Medikamente ausreichend dosieren und früh genug auch wiederholen, um einfach eine kontinuierliche Schlaftiefe bei dem Patienten zu haben. Lassen wir uns zum Schluss noch über das Aufwachen reden. Vollnarkose, OP, Intensivstation, Aufwachraum, womit muss ich als Patient in der Regel rechnen, ich sage jetzt mal für die ersten 24 Stunden in Bezug auf die Narkose? Das ist so die komplette Palette, die Sie da jetzt dargestellt haben. Ich dachte jetzt einen dickeren Fall. Also nicht so, nicht am Arm und dann so Teilnarkose und sondern aufwachen und ich wache dann nicht auf in meinem Krankenbett, sondern, also nicht im Krankenzimmer, sondern in der Intensiv. Es kommt eine, also einfach nur so zur Beobachtung, sagen wir mal nach einer Hüft-OP oder so. Ja. So, und worauf muss ich mich einstellen? Bin ich beduselt, wird mir schlecht sein, bin ich total fit, bin ich nur müde? Womit muss ich normalerweise rechnen? Also, wenn alles gut läuft, sind Sie ziemlich schnell nach der Narkose fit, weil die Medikamente, die wir geben, werden relativ schnell abgebaut. Das Narkosegas sowieso, das ist am Ende der Narkose in der Regel raus aus dem Körper. Die Schmerzmedikamente geben wir weiter, damit der Patient schmerzfrei ist, damit Sie schmerzfrei sind. Normalerweise wissen die Patienten, dass sie auf der Intensivstation wach werden aufgrund des Eingriffs oder auf der Wachstation. Wir haben ja noch so einen abgestuften Bereich, die sogenannte Wachstation, Intermediate Care, wo wir Patienten nach Eingriffen, nach operativen Eingriffen auch überwachen können, wenn sie nicht so schwer krank sind, sondern Begleiterkrankungen haben, die das zum Beispiel bedingen, dass sie einfach eine Nacht nach der Operation und nach der Narkose überwacht werden müssen. Das sagen wir den Patienten vorher. Nach der Narkose erinnern die sich auch daran und dann dürfen die, wenn die richtig wach sind und können gut schlucken und es ist aufgrund des Eingriffs nicht verboten, darf man relativ schnell was trinken. Und wenn man das gut verträgt, dann darf man auch was essen. Unter kontrollierten Bedingungen auf der Intensivstation, manchmal sogar früher als auf der Normalstation, weil wir einfach daneben stehen und das sehen, wenn der Patient das zum Beispiel nicht verträgt. Und nach größeren Eingriffen ist es auf der Intensivstation unser Ziel, dass der Patient nachmittags, wenn ich zum Beispiel meine Patienten nachmittags auf der Intensivstation besuche, dann sage ich denen morgen, ich sehe sie heute Nachmittag wieder. Und die meisten erinnern sich dann daran und es ist das Ziel, dass sie so wach sind und so schmerzfrei sind, aufgrund von zum Beispiel speziellen Schmerzkathetern, die wir vor der Operation anlegen, dass ich mich mit ihnen unterhalten kann und sie fragen kann, ob sie zufrieden sind, ob sie keine Schmerzen haben und dass wir dann am Nachmittag schon zusammenreden können. Ein gutes Ende. Vielen Dank für das interessante Interview. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.